Hallo, verehrte Freunde des organisierten Verbrechens. Ich habe hier für euch am Stand von 2K den geheimen Schlupfwinkel von Matthias Worch ausfindig gemacht. Das ist einer der Hauptverantwortlichen für Mafia 3 und den stellen wir jetzt mal ein paar kritische Fragen zum Spiel. Hier steht ja unser Interviewpartner zu Mafia 3. Stell dich doch am besten selbst mal kurz vor. Hallo, ich bin der Matthias Worch. Ich bin Design Director bei Mafia 3, ja, bei Hangar 13. Das ist ja schon mal ein gutes Stichwort. Was macht denn so ein Design Director? Ich kümmere mich letztendlich um das ganze Spielgeschehen. Wir haben also, es ist ein sehr großes Spiel, es ist ein Open-World-Spiel. Und da haben wir jede Menge Designer, die sich um die verschiedenen Sachen kümmern. Also gutes Schießen, gutes Rumschleichen, gutes Fahrgefühl und solche Sachen. Und ich bringe das dann alles zusammen. Sicherzustellen, dass das Spiel wirklich sich gut spielt. Und Hangar 13 ist ja ein relativ unbeschriebener Entwickler bis jetzt. Die Leute haben natürlich Erfahrung, aber wenn du jetzt sagst Open World, wie willst du denn da bei Mafia 3 das Thema noch voranbringen? Mafia ist ja quasi so neben GTA die Mutter aller Open World Spiele. Wir sind ein neues Studio. Wir sind Studio in 2K, wir sind da direkt nebenbei hier in Kalifornien. Wir haben jede Menge Talent und Leute, die Spiele seit Ewigkeiten gemacht haben. Ne? Zum einen haben wir tatsächlich jede Menge Leute von 2K Czech entweder rübergebracht oder wir arbeiten auch mit denen zusammen. Das heißt, in Tschechei werden zum Beispiel die ganzen Cutscenes gemacht und solche Geschichten. Programmierer hier, Designer von Mafia 2 und so noch dran. Das heißt, da gibt es auch eine Menge Expertise. Zum anderen haben wir dann Leute, ich war bei LucasArts vorher, wir haben Leute, die an Tomb Raider gearbeitet haben und so. Das heißt, unsere Truppe weiß schon, was sie macht. Das Ganze, wir sind aber alle zusammengekommen, um Mafia 3 zu machen als neues Studio. Und das ist ganz interessant. Das ist eine, man kommt als Fans zusammen, guckt sich Mafia 1 und 2 an, überlegt, was einem wirklich über die Spielreihe gefällt, was einem daran gefällt, was man besser machen will und was man beibehalten will und was das für uns geheißen hat. Zum einen, also Mafia 1 und 2 sind wirklich geil daran, einen bestimmten Zeit und Ort zu versetzen. Ne? Also, absolut. Und das machen wir natürlich mit New Orleans, also und New Bordeaux, unsere Version, in den 60er Jahren. Zum anderen wirklich kinoreifes Storytelling und Präsentation. Das haben wir auch in diesem Spiel. Und da wollen wir das Ganze dann so weit erweitern, dass wir die offene Spielwelt dieses Mal auch wirklich gut nutzen und komplett nutzen. Und wir haben also über 3 Stunden an Cutscenes, wo die Story weiter getrieben wird und wo man also über Lincoln Clay, unseren Hauptfigur, und über Salma Kano, den Crime-Boss, gegen den man angeht, jede Menge erfährt. Das Ganze wird dann aber so vorangetrieben, dass man wirklich in die offene Welt geht, da alles machen kann, was man will, und dann langsam, aber sicher sich an diese Mission herantasten kann. Und das macht man wirklich, indem man die offene Welt spielt, aber trotzdem noch das Gefühl hat, die Story voranzutreiben. Aber was genau unterscheidet denn die offene Welt von Mafia 3 jetzt von den Vorgängern? Also hast du da welche Interaktionsmöglichkeiten, gibt es denn jetzt mehr, die es vorher nicht gab? Es gibt eine Menge zu tun in der offenen Welt und das haben wir so gemacht, indem wir gesagt haben, wie präsentiert sich eine Mafia denn wirklich in der Spielwelt? Können wir eine komplette offene Welt simulieren, die doch wirklich das Gefühl hat, dass da Leute leben, dass da Leute arbeiten, die wirklich zu der Stadt gehören, aber dass es da dann trotzdem, wenn man zum Beispiel in den Hinterhof geht, dann an kriminelle Machenschaften geht und dass es dann vielleicht nicht alles genauso ist, wie man sich vorher gedacht hat. Genau das machen wir halt, dass man also die ganzen kriminellen Geschäfte und Machenschaften, in denen Salma Kano sich da in dieser Stadt bedient, dass wir die dann wirklich darstellen. Und dadurch, dass das Ganze ein Rachefeldzug ist, das in diesem Spiel passiert, das heißt, man geht langsam, aber sicher Luma Kano oder Salma Kano an den Kragen, indem man seine einzelnen Geschäfte langsam aushebt. Das wäre auch noch eine Frage von mir an dich. Es gibt ja 10 Distrikte, wenn ich das richtig mitbekommen habe. In der Pate, die Spiele kennt ihr ja wahrscheinlich auch, die 2 Pate-Spiele, konnte man halt die Distrikte so übernehmen, indem man die einzelnen Clubs da übernommen hat. Gibt es so ein ähnliches Feature dann auch für Mafia 3? Die Welt sind 10 Bezirke, ja, das ist zum einen der Sumpf, also die Bayou, die drumherum ist, und dann gibt es 9 wirkliche Bezirke und die sind alle nach
New Orleans praktisch gemodelt. Wir haben uns die ganzen besten Sachen von New Orleans genommen und da alle in eine Stadt reingepackt. Und diese neuen Bezirke werden tatsächlich am Anfang von Leuten in Sal Marcanos Organisation geleitet. Und nachdem wir den langsam aber sicher übernehmen, werden wir die dann selbst leiten. Wir haben da drei Unterbosse. Wir haben Cassandra, Burke und Vito aus dem zweiten Teil von Mafia, die unsere de facto Familie, unser eigenes kriminelles Imperium da leiten. Und da muss man dann Entscheidungen treffen. Ja, das heißt, wenn ich jetzt durch einen dieser Bezirke gehe und den Lieutenant von Marcano da rausgeekelt hat, na gut, der ist wahrscheinlich tot, sagen wir mal ein bisschen. Rausgeekelt, das ist aber nett formuliert. Ja, wir sind nicht ganz so zierlich. Da muss ich mir halt überlegen, wer von meinen drei Unterbossen soll das Ganze dann leiten. Und da gibt es dann vielleicht Konflikte, weil die drei Leute, mit denen ich mich da zusammengetan habe, die sind zwar alle sehr gut in ihrem Job und wollen auch, also sind sehr motiviert, weil die halt sich die Stadt schon seit Ewigkeiten zu eigen machen wollten, aber die sind nicht unbedingt Freunde, ne? Und die versuchen mich dann selbst zu bestechen, indem sie mir Sachen geben, damit sie den Bezirk kriegen. Und jedes Mal, wenn sowas passiert, haben wir diese Sit-Downs, das heißt, da sitzt man sich zusammen in einer alten Villa im Sumpf. Und da kann es dann mal wirklich zu Spannungen kommen. Das Ganze kann dann so weit gehen, dass dann jemand sagt, du hast mir versprochen, dass ich hier auch ein Teil deines Imperiums bist. Ich krieg nichts von dir. Das kennen wir. Ja, und dann wirst du von dem betrogen. Dann sagen, ich habe genug von dem Scheiß hier, Sturm raus. Und dann hast du dir einen Feind gemacht, mit dem du dich dann auch irgendwie abfinden musst. Abfinden heißt aber in dem Fall auch, dass man ihn auch um die Ecke bringen kann und die Figur ist dann im Spiel, taucht die nicht mehr auf, also man hat richtige Konsequenzen, die man zu spüren bekommt als Spieler? Man muss sich nicht mit ihm, aber man kann, also er wird einem das Leben dann schwerer machen. Und das ist so eine der Geschichten, die wirklich in jedem Spiel sehr persönlich sein werden. Wir haben hier auf der E3 zum Beispiel gezeigt, dass Burke wirklich, wir haben das Ganze so gespielt, dass Burke nichts gekriegt hat und also wirklich in der Faden sofort gerissen ist und der betrügt einen dann, fängt dann an, einen immer zu attackieren und wir haben dann auch gezeigt, wie du dich dann wirklich, du musst Burke dann töten. Da gibt es dann eine Cutscene und das Ganze ist dann so bittersüß, ne? Weil das wirklich genau die Entscheidungen sind, die du getroffen hast, die aber vielleicht ein anderer Spieler nie gesehen hat und das kann mit allen drei Unterbossen passieren. Ich kann da auch richtig was verpassen dann. Du kannst... Das Ende wird sich verändern, ja, und klar, man kann Sachen verpassen. Die Leidenschaftsmission, die wir zum Beispiel im Spiel haben, wo man mehr über die Leute rausfindet. Du kannst auch ein Spiel haben, wo alle drei Leute am Ende glücklich sind. Da musst du halt nur mehr Arbeit reinstecken und vielleicht ein bisschen taktisch vorgehen, die Leute gegeneinander ausspielen. Lord Almighty. Und mit Vito hast du ja schon ein ganz gutes Stichwort genannt. Ich meine, der Hauptdarsteller vom zweiten Teil, wir haben ihn alle geliebt. Nicht so sehr wie Tommy, aber immer noch geliebt. Und da waren ja noch einige Handlungsfäden ja nicht geschlossen oder noch offen. Kann ich denn vom dritten Teil erwarten, dass da jetzt nochmal was aufgeklärt wird, was da im zweiten passiert ist? Ist dieselbe Zeitlinie, also selbe Welt, selbe Zeitlinie. Vito ist jetzt seit 12 oder 13 Jahren in New Bordeaux. Wir werden auf jeden Fall aufklären, warum er da ist, was mit ihm passiert ist. Und klar, ich meine, Vito hat sich natürlich auch Fragen gestellt oder hat sich Fragen über das Ende von Mafia 2 gestellt. Ihm wird es wahrscheinlich genauso interessieren, was denn da genau alles passiert ist, wie es den Spieler auch interessieren wird. Das müssen wir natürlich im Spiel haben. Okay, und da habt ihr dann auch die Expertise des ehemaligen Entwicklers quasi noch mitgeholt, um das vorzuspinnen? Ja, wir haben halt jede Menge Leute, die an Mafia 2 mit dran gearbeitet haben. Wir haben unsere eigenen Schreiber und unsere eigenen Designer, aber wir haben uns das Ganze ganz gut, glaube ich, zu Ende geführt, ja. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Muss es denn wirklich Mafia 3 heißen? Man hätte ja auch, es ist ja ein komplett neues Spiel im Grunde, also obwohl es gewisse Grundstrukturen aufgreift. Also bei Max Payne zum Beispiel war ja auch der dritte Teil hieß zwar noch Max Payne, aber so mit der Stimmung der ersten zwei Teile hat es ja wenig zu tun gehabt. Und bei Mafia jetzt mit einem neuen Hauptcharakter, neue Stadt, alles anders. Wo sind da genau die Anknüpfungspunkte? Wir haben uns Mafia 1 und 2 angeguckt, genau was du gerade gesagt hast. Du hast jeweils eine gute neue Stadt, einen neuen Hauptcharakter und das Ganze wollten wir genauso weiterführen. Wir wollten also eine gute Story machen, wir wollten eine neue Stadt. New Orleans ist eine der originalen Mafia-Städte in Amerika. Das, was man da so rausfindet, wenn man in diesen Spielen arbeitet und was man da... der Original-Mafia-Boss, der im wirklichen Leben da New Orleans über 30 Jahre unter Daumen hatte,
wahrscheinlich auch der, der JFK umgebracht hat. Das heißt, da gibt es all solche Geschichten. Du weißt, wer JFK umgebracht hat? Ja, wenn er es gewesen wäre, dann wäre es wahrscheinlich genau der Mafiose gewesen, auf dem es dann mal keiner aufgebaut ist. Das heißt, du guckst dir das Ganze an und für uns bedeutet Mafia organisiertes Verbrechen und da ein Licht drauf zu scheinen, wirklich gute Charaktere, wirklich gute Story und das Ganze in einem Zeitrahmen und in einem Ort, die wir uns komplett zu eigen machen können und in den die Spieler eintauchen können. Und das Ganze ist halt genau der gleiche Zeitrahmen weitergeführt und die ganze Welt weitergeführt. Empire Gay gibt es auch in unserer Welt noch. Die Commission in Empire Gay gibt es auch noch. Und ich glaube mal, das kommt ganz gut zusammen. Gibt es auch noch ein paar Cameo-Auftritte von anderen Charakteren, die man schon vorher kannte? Mag es geben oder nicht, da muss ich diese No-Comment-Geschichte leisten. Okay. Aber dann kommentier doch nochmal eine andere Sache, und zwar in Mafia gab es ja früher schon Sex. Das ist ja für ein Spiel damals schon recht außergewöhnlich gewesen. Führt ihr denn das irgendwie weiter? Gibt es was zu sehen? Gibt es. Wir haben hier diese Perlen, ne? Und wir sind hier ja genau in einem Set von New Orleans. Diese Perlen werden zu Mardi Gras normalerweise an Frauen gegeben, die sich entblößen und solche Geschichten machen. Wir haben... New Orleans ist eine wirklich geniale Stadt, weil es halt gibt es eine Menge Lebensfreude. Da gibt es Sex, Drugs, Prostitution und solche Geschichten. Wir haben hier in dem Demo gezeigt, da gibt es zum Beispiel Sexorgien, die von Lou Marcano, Sal Marcanos Bruder, gezeigt werden oder also organisiert werden. Also wir sind nicht zimperlich. Es ist ein Spiel für Erwachsene. Das Ganze ist also wirklich einfach genauso angelegt, wie man sich das wirklich vorstellen kann. Wir scheuen davon nichts zurück. Soll ich weitermachen? Du hast doch 9. Du warst dabei, wie ich ihn genau in den Kopf... Du hast nur einmal geschossen. Ich hoffe, jedermann kauft sich Mafia 3, weil es eine wirklich geniale Stadt ist, weil es ein wirklich genialer Hauptcharakter ist, weil es jede Menge Perspektive zu dem Zeitrahmen liefert und weil wir eine Story hier gemacht haben, in der man sich selbst wiederfinden kann. Da haben wir eine Menge Arbeit reingesteckt, die aber wirklich filmreich erzählt wird. Und man lernt vielleicht auch sogar ein bisschen darüber, wie organisiertes Verbrechen in Amerika funktioniert hat. Und wenn man einmal bei uns durch den Sumpf gefahren ist und in einem Hurricane feststeckt und da wirklich der Regen peitscht und die Bäume hin und her geschlagen wird und die Wolken über den Himmel singen, das ist sowas von geil romantisch, das hat man im anderen Spiel noch nie erlebt.